Herzlich willkommen zur Alice Discounter Videoserie. Hier geht es heute um die Graco Ultra und Graco Ultra Max Handgeräte. Hier haben wir eine Akkuversion und es geht um die Reinigung und Pflege der Geräte. Wir haben gerade ein Video gedreht und mit dem Gerät ein bisschen gespritzt und jetzt geht es darum, wie es richtig gereinigt wird. Als ersten Schritt nimmt man einfach den Becher ab, indem man hier unten einfach, also das schwarze Plastikteil, einfach abdreht. Und dann kommt auch der Becher raus. Achtung, man sieht jetzt schon, hier fließt ein bisschen Farbe durch, ein bisschen abtropfen lassen und dann einfach umdrehen, weil dann läuft die Farbe nicht überall hin, sondern bleibt dort im oberen Teil des Bechers. Wir haben jetzt hier den Cupliner oder den Flexliner. Da ist noch Restfarbe drin, die können wir einfach zurück in den Farbbehälter geben. Das heißt also, wir haben hier keinen Verlust, selbst wenn wir mal doch ein bisschen großzügig kalkuliert haben, können den einfach hier ablaufen lassen. Die benutzten Flexliner-Becher, die können ausgespült und wieder benutzt werden. Wir haben jetzt hier wasserlösliches Material, sodass sie einfach mit Wasser ausgespült werden können und dann durchaus mehrfach benutzt werden können. Wem das zu viel Arbeit ist, der kann die auch einfach so entsorgen und nutzt dann einfach einen neuen. Wir haben hier jetzt schon mal vorbereitet einen Flexliner mit Wasser, zur Hälfte gefüllt. Und den würde man jetzt einfach aufsetzen und wieder verschrauben. Also wenn der Flexliner jetzt verschraubt ist, soll das Ganze 10 Sekunden lang geschüttelt werden, damit auch der obere Teil des Bechers, der Verschluss, gut mit Wasser gespült wird. Also in dem Fall jetzt hier mit Wasser, weil wir wasserlösliches Material verarbeitet haben. So, dann schalten wir das Ganze auf Spülen, also hier vorne das Spülventil nach unten schalten und drehen dann die Pistole um. Wir nehmen uns einen Behälter, um das Material zu entsorgen. Und jetzt kommt natürlich noch nichts, weil wir auf Spülen gehalten haben. Und wir drehen es um, weil wir jetzt kein Vakuum im Becher haben. Und wenn es umgedreht ist, können wir sicherstellen, dass Material sofort ins Gerät einläuft und keine Luft. Und dementsprechend sollte man jetzt 10, 15 Sekunden spülen. Der Spülvorgang sollte mit der maximal möglichen Druckeinstellung, also mit der 10, erfolgen. Nachdem wir das auf diese Art und Weise erstmal etwas gespült haben, schalten wir um, und zwar auf Spritzen, halten es wieder umgedreht und spritzen jetzt etwa 5 Sekunden Material durch die Düse. Dadurch wird auch die Düse gereinigt. Und das Gleiche machen wir auch nochmal, indem wir einfach die Düse umdrehen, also so, als wäre sie verstopft, und dann auch nochmal 5 Sekunden von dieser Seite durchspritzen. So, damit haben wir die Düse jetzt von beiden Seiten durchgespült. Wenn mehrere Düsen benutzt worden sind, würde man diese Düse jetzt einfach rausnehmen und genau das gleiche Prozedere auch mit den anderen Düsen durchführen. Damit hätte man dann einfach alle Düsen gereinigt. Ansonsten nimmt man jetzt einfach die Düse raus, reinigt die auch separat, auch gerne mit so einer Düsenreiniger-Eieruhr. Man entfernt den Cupliner hier und kann dann den Rest vom Gerät reinigen. Also zum Beispiel das Einlasssieb kann man einfach auswaschen mit Wasser, ansonsten auch abnehmen und entsprechend dann das Sieb reinigen. Mit einer kleinen Bürste im Wasser lässt sich das eben hier, man sieht jetzt hier eigentlich keine Rückstände da, war auch nur ein kurzer Test, sodass man das eigentlich sehr gut mit einer kleinen Bürste und ein bisschen Wasser sehr gut gereinigt kriegt. Genauso sieht man jetzt auch hier den unteren, den Ansaugbereich, kann man das relativ schnell und unproblematisch reinigen, indem man das abwischt und etwas ausspült. Ähnlich sieht es mit dem Flexliner-Bechersystem aus. Also man kann jetzt einfach das Restmaterial, Wassergemisch jetzt hier in diesem Fall, weil wir mit wasserlöslichen Materialien haben, entsorgen und entfernen, wegschütten. In dem Fall jetzt hier kann es dann einfach nochmal mit Wasser ausspülen, etwas auswischen, und dann kann man den Becher auch durchaus wiederverwenden. Wir haben jetzt gesehen, obwohl der so zusammengedrückt war und geknittert war, ist es trotzdem so, dass der Becher noch gut in Form zu bringen ist und auch weiter genutzt werden kann, wenn man ihn, wie gesagt, vernünftig reinigt und etwas auswischt. Wir haben ansonsten hier oben noch den Becherdeckel, auch der wäre zu reinigen, aber auch das, wie man hier sieht, ist problemlos und schnell machbar.
nur jetzt mal kurz drüber gewischt, wenn man es ein bisschen ordentlich macht, dann sieht es auch aus wie neu. Wichtig ist, das Einlassventil hier noch reinigen. Das kann man auch abschrauben, herausnehmen und dann auch vernünftig durchspülen, abwaschen, vielleicht mit einer Zahnbürste, einer kleinen Bürste ran. Dann hält es auch eine ganze Weile und macht hier keine großen Probleme. Bei längerer Lagerung kann man jetzt das Gerät mit Krakopumparmer oder auch mit anderen Pflegeflüssigkeiten konservieren, um es vor Korrosion zu schützen. Und dazu wird das Material einfach mit Wasser verdünnt und ins Gerät eingesaugt und dort belassen. Ansonsten reicht aber auch die Reinigung jetzt in diesem Fall mit wasserlöslichem Material. Wenn man natürlich dann lösemittelhaltige Material mit der Graco Ultramax verspritzt, also das ist nur mit der Graco Ultramax-Variante möglich, dann muss man natürlich mit Lösemittel reinigen, aber vom Ablauf und vom Prozedere genauso, wie wir das jetzt hier in diesem Fall gemacht haben. So, ich hoffe, ihr habt einen guten Überblick zur Reinigung und Pflege der Graco Ultra und Ultramax Handspritzgeräte bekommen. Wenn ihr Fragen habt zu diesem Gerät, schaut bei unseren Videos vorbei. Wir haben eine ganze Menge andere Videos noch zu diesem Gerät. Inbetriebnahme, Druckeinstellung. Hier habt ihr jetzt gesehen Reinigung und Pflege, aber auch noch einige andere Videos zu diesen Modellen. Ansonsten schreibt uns eine Mail oder ruft durch. Bis bald.